Hallo und willkommen zu meiner Mod-Vorstellung. Ja, und heute geht es um den Mod Stuffed Animals oder wie auch immer. Ich kann kein Englisch. Ja, also den Mod finde ich sehr cool. Er ist nicht nützlich, aber er ist richtig geil. Also ich finde ihn sehr cool. Ja, also zuerst zeige ich euch mal die Rezepte. Ja, das gibt es nur ein Rezept, wie auch immer. Und dann bekommt man ein Present, also ein Geschenk. Und ja, so zusammen alles, dann bekommen wir ein Present. Ja, und in dem Geschenk sind alle Plüstierchen, wie man so gerne sagt, von allen Tieren und ja, Tieren und Monstern. Dann zeige ich euch mal die alle. Ja, also das ist, glaube ich, der Enderman. Und so, und ja, jetzt kann man einfach hier hin tun. Und verschieben geht nicht, nein, geht nicht, die sind stabil und man kann sie einfach mit einem Klick töten und so. Und wenn man Rechtsklick drauf macht, macht ihr den Ton wie ein Enderman. Das ist, finde ich, sehr cool. Hier Dorfbewohner, die gibt gar keine Töne. Ja, der fällt hinein. Das Schaf, Schwein, Ozelot, Pilzkuh, normale Kuh, eine Ente, ein Huhn, mach ich. Ich verwechsel die immer. Und ja, jetzt haben wir noch mehr, oder? Ja. Also die haben wir gehabt hier bis hier. So. So. So, und dann hier ist der Dorfbewohner. Ja, das ist ja mein neuer Skin. Also der normale Scar, das ist der Silverfish. Ah, der ist Silverfish, Magma Schleim, Ghost, gibt geil, kann man gar nicht. Creeper, eine Spinne. Das ist, glaube ich, wie heißt das schon wieder? Keine Ahnung. Das ist Zombie Schwein, ein Hund. Haben wir noch der Drache, Enderdrache, und bei dem leckt sie immer, weil der in der Luft ist und auch keine Töne gibt. Dem Golem, dem Schneemenschen, dem Zombie. Dann das ist die Spinne, das ist die Höhlenspinne gewesen und das ist die normale Spinne. Und der Slimy und natürlich noch das Skelett. Und ja, den Mod finde ich echt Hammer. Ist vielleicht nicht nützlich, aber man kann gut brauchen, zum etwas dekorieren oder was auch immer. Ja, dann sehen wir uns wieder auf dem Desktop. Bis bald. Ja, für den Mod braucht ihr nur den Mod an sich und den Modloader. Ja, dann geben wir hier unten mal einem Prozent. Nein, ja, Prozent App. Data, Prozent. Suchen wir, Punkt. Gehen wir auf Punkt Minecraft. Auf Bin. Auf Minecraft Char. Punkt, also Punkt 2.5. Und man kann auch auf Minecraft.char, aber ich gehe auf immer auf 1.2.5. Ja, also zuerst müsst ihr einen Meta-Inf-Ordner löschen, wenn ihr den ersten Mod drauf tut, also hier groß geschrieben, irgendwo hier sollte er sein, aber ich habe ihn schon gelöst. Gelöscht mit der Inf, alles groß geschrieben. Brauchen wir nicht mehr. Ja, und dann ziehen wir einfach den zuersten Modloader. Alles hier markieren, ja, ja. Und hier hineinziehen. Das habe ich auch schon getan. Und dann den Stuffed Animals. Hier auf einfach reinziehen. Ja, das war es eigentlich schon vor der Installation. Und ja, eben, der Mod finde ich sehr cool. Ich brauche ihn auch für meine Let's Plays. Weil er einfach, ja, toll ist und herzig. Und ja, bis bald.